Sie sind nicht einfach nur Museumsbahnen, nein. Sie haben eine wichtige Funktion im Verkehrsnetz der Deutschen Reichsbahn. Als Zubringer zu den Hauptstrecken haben die Züge auf schmalen Gleisen Hochsaison. Zwischen Harz, Nordsee und Erzgebirge dampfen sie weiter. Sie sind volkswirtschaftlich notwendig und stehen seit 1974 unter staatlichem Denkmalschutz. Von den einst über 30 Schmalspurstrecken blieben 9 erhalten. Eine davon, die Harz-Querbahn zwischen Wernigerode und Nordhausen, 61 Kilometer südlich von hier. 3 Jahrzehnte musste mit der preußischen Regierung um die Genehmigung zum Bau der Bahn gerungen werden. In nur 3 Jahren wurde sie dann fertiggestellt. Der 27. März 1899 gilt als Eröffnungsdatum. Die Holzwarenindustrie des Harzlandes erhielt endlich eine Streckenanbindung. Die Bodenschätze konnten abtransportiert werden. Und für Urlauber wurde eines der schönsten Erholungsgebiete erschlossen. Fachwerkhäuser bestimmen das Bild von Wernigerode. Das Rathaus am Alten Markt aus dem 15. Jahrhundert ist das Glanzstück einer Fachwerkstruktur, der die Stadt ihren Namen gab. Wernigeroder Fachwerk. 1229 wurde man Stadt. Neben Handel und Handwerk spielte das Ackerbürgertum lange Zeit eine wichtige Rolle. Als man sich Mitte der 70er Jahre in Ost-Berlin auf das sowjetische Erdöl einschwor, schien die Stunde für Dampfmaschinen geschlagen zu haben. Sie wurden ausgemustert und etliche für harte Devisen verkauft. Auch Strecken wurden demontiert. Lastwagen sollten den Gütertransport, Busse die Beförderung der Sommerfrischler und Wintersportler, der Berufspendler und der Fahrschüler übernehmen. Aber die Schiene siegte zur Freude vieler und nicht zuletzt als Bestätigung derer, die vor einer Demontage der Nebenbahnen gewarnt hatten. Aus einleuchtenden Gründen. Der Ölhahn konnte einmal zugedreht werden und die Kohle ist da, auch wenn sie rußt. Im Bogen umfährt man weiterhin die 750-jährige Stadt, das Schloss der Grafen von Wernigerode im Blick, heute als sogenanntes Feudalmuseum eingerichtet. Und ein Stückchen weiter das Westerntor, Teil einer einst wehrhaften Stadtmauer. Dann hat der Reisende für ein Stückchen den Eindruck, als fahre er mit einer Straßenbahn, die nahe an Haus- und Hoftüren vorbeidonnert. Wer einmal das Dampfross führen will, muss nach mindestens 10 Jahren Schule und nach einer Werkstattausbildung erst einmal als Heizer schwitzen. Und wenn er nach 6 Jahren als Lokführer antreten darf, kann er mit einem für drüben guten Monatseinkommen von 1.100 Mark rechnen. Zulagen für Schichtdienst und Schmutz mitgerechnet. Seit 1983 wird mit Steinkohle aus dem ehemals deutschen, heute polnischen Oberschlesien Dampf gemacht. Es braucht eine ganze Menge davon, denn auf knapp 6 Kilometer ist die Strecke bereits um 100 Meter angestiegen. Die Harz-Querbahn hat gegenüber anderen einige Superlative aufzuweisen. Interessant für Schmalspurfreunde, nur 60 Meter misst der Bogenradius, der hier zum Haltepunkt Steinerne Renne hinführt. Bis zum Scheitelpunkt müssen über 400 Meter überwunden werden, bevor das Zügle wieder zu Tal fahren kann, Richtung Nordhausen. Im Harz wird auf breiter Schmalspur gefahren. Das mag paradox klingen, aber 1 Meter Spurweite ist eben breit für solche Bahnen. Die Strecke ist, abgesehen von Stationen und Haltepunkten, eingleisig. Ausbesserungsarbeiten müssen da so quasi zwischendurch erledigt werden. Und dabei ist die einfachste Methode, wie man sehen kann, offensichtlich die schnellste.
Spezialfahrzeuge zum Schienenbau können wegen der vielen Krümmungen kaum eingesetzt werden. Da ist Bizeps gefordert. Ja, einer kommt hier hin. Mit 25 Stundenkilometern im Schnitt, schnaufend und stampfend, zieht die Lok mit 700 Pferdestärken bergaufwärts. Aber die Harzquerbahn ist nicht nur die längste. Die höchstgelegene unter den Schmalspurbahnen in der DDR ist sie auch. Und dazu die einzige, die auf ihrer Strecke einen Tunnel passiert. Wer hoch hinaufsteigt, der kann tief hinunterschauen. Dieser als Binsenwahrheit bezeichnete Ausspruch gilt besonders hier. Je höher man kommt, umso schöner und weiter ist der Anblick in die vielen Täler des Harzes. Erholung, die findet der Besucher hier. Für die preußische Regierung von damals kein stichhaltiges Argument für eine anstandslose Baugenehmigung, wie schon erwähnt. Und die Fahrkarten bitte. Einfahrt in die Station 3 Annenhohne. Nach 14 Streckenkilometer heißt es erst einmal Einstellen der Dreharbeiten. Hier beginnt ein militärisches Sperrgebiet, das sich in westlicher Richtung zum Brockenberg hinzieht, zur Staatsgrenze der DDR. Ohne Sondergenehmigung darf dieses Sperrgebiet nicht einmal betreten werden. Das gilt auch für Feriengäste. Interessant ist aber, dass der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund ausgerechnet da eine größere Zahl von Ferien- und Erholungsheimen unterhält. Bis der Gegenzug aus Nordhausen ankommt, wird Wasser genommen. Jede Lok muss hier aufgetankt werden, denn auf den knapp 15 Kilometer Fahrt sind immerhin schon 4 Kubikmeter Wasser in antreibenden Dampf umgesetzt worden. Auch Ventile und Leitungen müssen überprüft werden, denn so jung sind diese Lokomotiven ja nicht mehr. Der Aufenthalt gab auch Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Lokführer. Herr Nyus, wenn ich mich hier so unter den Lokführern umschaue, sind Sie offensichtlich einer der Veteranen. Wie lange fahren Sie schon Dampflok? Ich fahre jetzt auf der Dampflok hier auf der Harzquerbahn seit 1959. Und vorher? Vorher als Lokheizer und hier in der Werkstatt gelernt seit 1948. Und da haben Sie ja bei der Reichsbahn, also bei der Normalspur ja, angefangen? Nein, hier damals bei der damaligen NWE noch. Das ist die NWE Nordhausen, Wernigerode, Harzquerbahn. Ja, also richtig, Nordhausen, Wernigerode, Eisenbahn. Ja, ja. Harzquerbahn, kurz hinein. Die Loks, die Sie fahren, wie alt sind die? Die Loks sind im Jahr 1955 gebaut worden, also ist 30 Jahre. Die werden auch nach wie vor gebaut? Nicht mehr jetzt, weil ihr Dampflok so langsam aussterben ist. Ja, aber diese Strecken sollen ja doch erhalten bleiben. Ja, soweit mir bekannt ist, ja. Und wie machen Sie das, wenn nicht mehr gebaut wird? Haben Sie ein entsprechendes Ersatzteillager? Die Ersatzteillager sind soweit vorhanden, dass wir noch etliche Jahre mit Dampf weiterfahren können. Gerade diese Schmalspurbahn, das ist das so eine Mischung aus Beruf und Hobby? Ja, man könnte so sagen, wenn man so doch zurückblickt und so fast 40 Jahre dabei ist, ist es schon mit Hobby geworden. 17 Stationen in 3 Stunden, die Harzquerbahn verkehrt in dichter Folge. Dieser Veteran aus dem Jahre 1898 wird zweimal wöchentlich vor einen historischen Zug gekoppelt. Organisator ist der FDGB-Feriendienst. Es können sich aber auch Gruppen aus dem näheren und ferneren Ausland zu diesen Touren anmelden, denn Devisen sind begehrt. Die Ostsee. Hier ist das ganze Jahr über Saison. Der DDR-Bürger erholt sich auf Urlaubsschein. Der Romantiker Caspar David Friedrich hat an eben dieser Stelle gestanden und er hat sie gemalt. Die See und die Kreidefelsen auf Deutschlands größter Insel, auf Rügen. Vor anderthalb Jahrhunderten war das. In der Kreide steckt der Reichtum der Insel. Quelle für Zement, Papier und Zahnpasta. Seit 1895, seit 90 Jahren also, bringt er Erholungssuchende von Putbus zu den Küstenorten. Der rasende Roland. Ein Anblick wie auf einer Miniatureisenbahnanlage. Auf 700.
150 mm Spur wird gefahren. Das klingt für den Laien ungewohnt, aber der Fachmann misst die Gleisweite nun eben in Millimetern. Für seine knapp 25 Kilometer zwischen Putbus und dem Badeort Göhren braucht der rasende Roland weit über eine Stunde. Relativ pünktlich ist er auch. Verzögerungen von 10 Minuten eingerechnet. Aber hier drängelt kein Fahrgast, hier meckert keiner. In dieser so typischen norddeutschen Küstenlandschaft will man sich erholen, da hat auch jeder Zeit. 700.000 Fahrgäste, Einheimische, aber vor allem Urlauber, schaukeln Jahr für Jahr mit ihm durch den Südosten von Rügen. Auf halber Strecke Binz, das größte Seebad auf Rügen. Einstmals eine sogenannte vornehme Adresse, mehr aristokratisch als bürgerlich. Heute strömen die Werktätigen hierher und die allgewaltige Einheitsgewerkschaft lockt mit dem Slogan und im Sommer nach Binz. Der Ferienbetrieb der DDR spielte zum größten Teil auf dem eigenen Territorium ab. Da liegt es auf der Hand, dass die Küste sich besonderer Beliebtheit erfreut. 600 Kilometer Strand, genauso viel Kilometer wie der Weg von der tschechischen Grenze zur Hafenstadt Rostock am Meer ausmacht. Weiter faucht der Roland in Richtung der Badestrände von Selin und Göhren. Namen, die für viele hier bei uns unbekannt sind. Nur manch Älterer oder wer einstmals dort lebte, kennt sie. Die Insel bietet auch für den Wanderfreudigen viel Abwechslung. Da kann man lange durch flache Weide- oder Feldlandschaft dahinziehen oder in Waldungen eintauchen und plötzlich steht man dann am Wasser oder vor einem Dorf. Oder man kreuzt die Bahnstrecke und fotografiert. Die Häuser typisch für die Küstenlandschaft, mit Reit gedeckt. In Mecklenburg und Pommern genau wie in Ostfriesland. Die meisten Fahrgäste sind vom Bähnle angetan. Benutzen Sie den Roland oft? Ja, wir sind ja in Urlaub. Wir fahren gerne mit ihm. Ja, macht es mir sehr Spaß. Ja, auch. So schon, aber das stinkt ein bisschen, würde ich sagen. Ist alle, was ich eine Attraktion, um mit der Kleinbahn zu fahren. Überall gibt es ja keine mehr. Und die sollte ja mal weggerissen werden, aber die haben sie ja noch erhalten. Das ist das Schönste dabei. Ich bin zwar heute Morgen das erste Mal mitgefahren und heute fahren wir wieder zurück zum Campingplatz. Wir sind hier in Urlaub auf dem Campingplatz. Aber es ist wirklich ganz klasse. Wir sind in Göhren, dort im Urlaub und gefällt mir sehr gut, das kleine Bähnle. Ja. Benutzen Sie das Bähnchen öfters? Ja, es ist Nostalgiewelle. Und was sagen Sie? Man sollte das ruhig beibehalten, vielleicht in einer besseren Form ein bisschen ausbauen. Sonst finde ich es ganz toll noch. Aber mit Dampf? Ja, aber immer mit Dampf. Kurz vor der Jahrhundertwende hatte auch für diese Region am Meer das Zeitalter des Verkehrs und der Badeentwicklung begonnen, wie in einem zeitgenössischen Reiseführer nachzulesen ist. Aus dieser Landschaft stammen viele Geschichten. Wer kennt ihn nicht, den Fischer Unsine Fru und den Fisch, den Butt? Günter Grass hat über ihn einen ganzen Roman geschrieben. Des Deutschen liebstes Kind ist das Auto, ein Wort, das auch hier gilt. Aber hier sagt es noch etwas mehr. Es ist Ausdruck einer kleinen Freiheit. Und bequemer ist es für den Urlaub natürlich auch. Denn da muss ja immer eine ganze Menge mitgeschleppt werden. Wer hier zweimal vorbeikommt, der kennt einander. Endpunkt Göhren.
Das einzige Seebad auf Rügen, für das auch in der Bundesrepublik ein- und mehrwöchige Ferienaufenthalte angeboten werden. Während der Sommermonate können über ein Hamburger Reiseunternehmen Hotelplätze angemietet werden. Partner ist das Reisebüro der DDR. Der Zimmerkomfort wird als westliche Mittelklasse umschrieben. Die Lok, Jahrgang 1938, wird umgesetzt, denn nach kurzem Aufenthalt geht es wieder zurück nach Cottbus. Für Frühaufsteher verlässt der erste Zug schon gegen 5 Uhr den Bahnhof des Seebades. 7 Zugpaare verkehren täglich nach dem Sommerfahrplan, 5 sind es im Winter. Denn auch zu dieser Jahreszeit ist Seeluft gesund. Der heutige Bäderverkehr hatte als Rübenbahn begonnen. Die Fürsten von Cottbus durften als Hauptkonzessionäre sogar an der Gestaltung des Fahrplanes mitwirken. Aber das war einmal. Die Gemeinde Radebeul, wenige Kilometer westlich von Dresden, verdankt ihren Ruf nicht einer Traditionsbahn. Vielmehr haben das Karl-May-Museum und der Wein aus dem Lößnitztal den Namen bekannt werden lassen. Aber hier wird nicht nur alt gefahren, hier wird auch alt getragen. Uniformen und Wagen à la königlich sächsisch um die Jahrhundertwende. Neben den Normalzügen täglich 8 verkehrt an bestimmten Wochenenden, vorrangig in der Sommersaison, dieser Traditionszug. Rückfahrkarte für Erwachsene 5 Mark, für Kinder über 6 Jahre 3 Mark. Zudem gibt es zu diesem Zügle Hauptanschlüsse aus den Richtungen Berlin und Erfurt. Bei Ertönen des Glockensignals hat ein jeglicher Passagier seinen Platz im Wagen einzunehmen. Artikel 5 der Transportordnung. Ab geht's. Tradition zu pflegen, Geschichte anschaubar zu machen, ist gut. Offiziell klingt das allerdings weniger gut. Nicht so sehr nach Wollen, sondern vielmehr nach Sollen. Zitat: Modelleisenbahner und Freunde der Eisenbahn unterstützen die Kollektive der Reichsbahn engagiert bei der Unterhaltung und Erhaltung historischer Anlagen und Fahrzeuge der Schmalspurbahnen. Zitat Ende. Was soll's? Aber die Freude an der Sache überwiegt. Und das andere ist dort zu Lande nun mal üblich. Auch des Rußes ist im Artikel 6 der schon angeführten Transportordnung gedacht. Da heißt es, die Bahnverwaltung übernimmt keinen Regress für eine eventuelle Verschmutzung der Bekleidung, insbesondere durch den Ruß der Lokomotive. Wer etwas auf sich hält, erscheint zur Fahrt im historischen Kostüm. Der Lößnitzgrund, durch den hier eben gefahren wird, hat dem Bähnchen die Spitznamen Lößnitzdackel oder auch Grundwurm eingebracht. Neckisch und liebevoll zugleich. Fahrtunterbrechungen sind eingeplant und sie sind sehr beliebt. Dazu Absatz 9 der Transportordnung. Diese Halte dienen vor allem dem Zweck des Fotografierens. Ein jeglicher sei deshalb zur Rücksicht auf andere gehalten. Bei dieser Gelegenheit steht das Dienstpersonal Rede und Antwort. Herr Brückhardt, Sie sind von Beruf Eisenbahner, aber gleichzeitig auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Traditionsbahn. Ist das richtig? Jawohl, eine Arbeitsgemeinschaft im Deutschen Modelleisenbahnverband der DDR, die sich vor allem mit der Pflege und Unterhaltung der historischen sächsischen Schmalspurfahrzeuge und natürlich auch dem Traditionsbetrieb befasst. Wann haben Sie damit angefangen? Die Arbeitsgemeinschaft besteht seit 1975, doch schon seit 1968 haben einzelne Eisenbahnfreunde hier in Radebeul-Ost dazu beigetragen, solche Fahrzeuge zu erhalten. Die Fahrzeuge, sind die nun noch Eigentum der Reichsbahn oder sind die unterdessen in den Besitz dieser Arbeitsgemeinschaft übergegangen? Nein, sie gehören der Reichsbahn und ein Teil davon auch dem Verkehrsmuseum in Dresden.
Die Wagen müssen ja instand gehalten werden, genau wie die Lok. Da gehören viele Arbeitsstunden dazu. Werden da Arbeitsstunden während der Dienstzeit abgeleistet oder ist das nun tatsächlich nur Freizeitbeschäftigung? Das passiert fast alles in der Freizeit, aber betrifft natürlich auch nur die Pflege, Arbeiten an den Fahrzeugen. Alle Dinge, die für die Betriebssicherheit wichtig sind, werden in den Dienststellen der Deutschen Reichsbahn von den dafür verantwortlichen Eisenbahnern durchgeführt. Das Lößnitztal und die Moritzburger Region sind beliebte Ausflugsziele der Menschen aus dem Großraum um Dresden. Auf einem 210 Meter langen Damm überquert die Bahn die Dippelsdorfer Teiche. Im 16. Jahrhundert angelegt, ging es damals um Fischzucht, heute um Freizeit. Sie ist hier ganz sicher noch wertvoller als bei uns. Denn hier haben die Menschen sie nicht in dem Maße zur Verfügung wie wir. Andere, härtere Arbeitszeitregelungen, aber auch die gesamten Lebensumstände grenzen sie ein. Einfahrt in den Bahnhof von Moritzburg, Landkreis Dresden. Jene Schmalspurstrecke diente im Anfang vorrangig dem Güterverkehr, der heute nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Ursprünglich sollte eine Normalspur gebaut werden, aber die Kosten hielten die königlich sächsische Regierung davon ab. Das Projekt hätte ein Mehrfaches von dem gekostet, was für die Schmalspur in blanker Münze hingezählt werden musste. Und das waren damals 750.000 Goldmark. Kaum umzurechnen. Heute hohe Millionenbeträge. Und das ist ein hübsches Haus. Vor 450 Jahren erbaut, hat sein Schloss Moritzburg weltbekannt gemacht. Auf einer Insel angelegt, von künstlichen Seen umgeben, ein reizvolles Ausflugsziel, von Schwärmern als sächsisches Neuschwanstein apostrophiert. Kurfürst Moritz von Sachsen hatte mit begonnen. Friedrich August, der Starke genannt, hat den Bau vollenden lassen. Heute Feudalismus zur Bildung des Volkes. So bedient August der Starke die Schaulust der Sachsen auch heute noch. Und auf seinem Lustschlösschen thronen wie eh und je die Störche. Als ältester Oldtimer unter den Schmalspurbahnen hat der Weißeritz-Express 1982 100. Geburtstag gefeiert. Seinen Namen erhielt er von zwei Flüssen, der Wilden und der Roten Weißeritz. Deren Quellgebiet ist der Kamm des Erzgebirges. Von Freital hinauf nach Kipsdorf, ebenfalls bevorzugtes Wander- und Skigebiet der Dresdner, führt die Strecke über insgesamt 26 Kilometer. Fahrzeit 1,5 Stunden. 750 mm Spurweite, die Lok ist Baujahr 1928. Die Felsenschlucht von Rabenau erinnert an den Wilden Westen. In der Heimat von Karl May müssten jetzt eigentlich die Indianer kommen. Die Szenerie ist dafür angetan. Station Malta. 1913 wurde hier eine Talsperre angelegt. Wir durften sie nicht filmen, deshalb Kommentar ohne Bild. In den letzten Jahren hat sich der Stausee zu einem vielbesuchten Naherholungsgebiet entwickelt. Der Andrang der Wasser- und Sonnenfreunde zeigt es an. Freital, die Ausgangsstation, liegt an der Reichsbahnstrecke von Dresden nach Karl-Marx-Stadt. Der Schmalspurbahnhof ist unterhalb der Hauptbahn gelegen. Er ist der älteste der Mannschaft. Mitte der 70, nie ohne Zigarre im Mund, scheint er die Kohlenbansen als seine persönliche Habe zu betrachten. Wer in der DDR lange arbeiten will, der darf es. Zwangspensionieren geht nicht, wurde uns gesagt. Vom Erdöl war eingangs schon die Rede. In den Jahren sollte auch der Maschinenbestand der Reichsbahn und damit auch der schmalen Spur auf Diesellokomotiven umgestellt werden. Denn sowjetisches Erdöl floss reichlich in die DDR. Wäre es zu der Umstellung gekommen, dann wäre ihm möglicherweise seine rußige Arbeit erspart geblieben. Aber dann bekam auch die DDR die Ölkrise zu spüren. Die Preise stiegen, die Ströme aus der Sowjetunion wurden dünner. Folge:
Wenn auch die Loks rußen und stinken, eigene Energie ist eigene Energie. Und so blieb es bei der Kohle. Aber es gab noch einen zweiten Grund. Die neuen Muster von Dieselloks aus den befreundeten Blockstaaten wiesen größere Mängel auf. Und so hatten die Oldtimer wieder Konjunktur. Mit der Ölkrise wurde begonnen, die gesamte Energiepolitik in der DDR umzustellen. Das machte sich natürlich auch bei der Normalspur bemerkbar. Die Elektrifizierung war wohl das wichtigste Vorhaben, was in den letzten 10 Jahren in Angriff genommen worden ist. Verladen von Güterwagen der Normalspur auf Rollwagen. Das ist die Neuzeit im Güterverkehr. Die langwierige Prozedur von einst, das Umladen der Güter von Normalspur auf Schmalspurwagen, ist damit erledigt. Der Bau der Schmalspurbahnen hatte wirtschaftliche, aber auch geografische Gründe. Der Boom der Gründerzeit, der wie ein Spinnennetz Schienenstränge über das gesamte Deutsche Reich ausgebreitet hatte, war in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts vorüber. Aber noch waren die abgelegenen Gebiete, die Gebirgstäler vor allem, nicht erschlossen. Private Unternehmer fanden sich nicht, denn in diesem Geschäft war auf längere Sicht keine Rendite zu erwarten. So mussten die Regierungen der damals deutschen Kleinstaaten Bayern, Baden, Württemberg, Sachsen und Preußen nach neuen Möglichkeiten suchen. Man fand sie in den Schmalspurbahnen. Die Zeit hat die damaligen Entschlüsse gerechtfertigt. Die Bahnen auf schmalem Gleis haben ihre Bewährung bestanden. Das gilt bis in die Gegenwart. Herr Eichler, die Schmalspurbahn von Freital-Heinsberg nach Kipsdorf ist ja nicht nur für den Personenverkehr da, sie ist sehr stark offensichtlich für den Güterverkehr. Wie ist denn das Verhältnis Personenverkehr, Güterverkehr auf dieser Strecke? Ich muss also erstmal dazu sagen, dass wir es hier also mit einer Strecke zu tun haben. Das ist eine Schmalspurstrecke von neuen Schmalspurbahnen, die laut zentralen Beschluss unseres Ministeriums für Verkehrswesen der Nachwelt erhalten bleibt. Und wir haben es aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen, das ist also günstiger, es auf der Schiene zu befördern, verstärkt mit Güterverkehr zu tun, aber der Reiseverkehr ist genauso bedeutend. Wie viele Zugpaare fahren denn hier so täglich? Personenverkehr und wie viele Züge Güterverkehr schicken Sie denn auf Strecke? Also reine Güterzüge haben wir täglich erst mit 2 Güterzügen zu tun, während wir dann noch 2 Gemischtzüge verkehren lassen, die also einmal Güter und Personen befördern können. Und Reiseverkehrszüge haben wir erst mit 4 am Tage zu tun. Die kleinen Bahnen wurden der großen Schwester ebenbürtig. Neben ihrem Gütertransport entwickelten sie einen immer stärker werdenden Ausflugs- und Wintersport und natürlich Urlaubsverkehr. Das gilt auch für diese Strecke zwischen Freital und Kipsdorf im Erzgebirge. Mit den schmalen Spuren war es möglich, sich an solchen Punkten wie oberhalb des Stausees auf schmaler Trasse entlang zu schlängeln. Und wo der Raum überhaupt nicht mehr ausreichte, wie hier im kleinen Industriestädtchen Schmiedeberg, da stellte man das Ganze eben auf steinerne Stelzen. Das kleine Bähnchen pfeift und bimmelt munter dahin. Und es scheint, als diene der Lärm, den es verursacht, nur dazu, die Ruhe der Landschaft besonders deutlich hervortreten zu lassen. Bei den Menschen erfreut sich die kleine Bahn großer Beliebtheit. Und groß und klein singt auch heute noch das Liedchen von der guten alten Bimmelbahn Bimmel, Bummel, Bimmel.